Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bus Simulator 21 Next Stop Version. Und ja, die letzte Mission habe ich relativ easy peasy schnell zu Ende bringen können. Da sollte ich ja nur 50 Personen von A nach B transportieren. Das habe ich gemacht in einer kleinen halben Tour. Das war wirklich, naja, lass das mal 5 Minuten gewesen sein. Also wirklich machbar. Naja, jetzt gucken wir uns die neue Mission an. Auf leisen Sohlen. Wir haben neue Stadtteile bekommen. Und zwar alles hier vorne im Westen. Wir haben Eclipse Bay. Die sind schon auf Level 2, interessanterweise. Sehr gut. Dann Auris Haber. Das ist hier. Das ist leider nur Level 1. Aber sieht irgendwie ganz okay aus. Und jetzt sollen wir das Ganze mit Denali Research verbinden. Mit mindestens einer Route. Dann haben wir nochmal mindestens 30% deiner Busse sind Elektrobusse. Das heißt, wir müssen neue Elektrobusse kaufen. Naja, gut. Erhalte einen Zahltrag auf einer Route zwischen den Stadtteilen Eclipse Bay, Auris Haber, Denali Reach. Das ist also, das fahren wir dann auch gleich. Und erreiche eine Zufriedenheit von 4 Sternen auf einer Route zwischen neben diesen Dingern. Das kriegen wir auch sofort hin. Fahre eine Route mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend mit einem Elektrobus. Das kann ich mir vorstellen, mache ich wahrscheinlich nochmal dann gesondert. Jetzt erstellen wir erstmal eine Route und fangen vielleicht mal hier im Eclipse Bay an. Fangen wir mal hier an mit der ersten Route. Das ignorieren wir vielleicht mal. Oder wollen wir dann vielleicht hier oben lang fahren? Das macht, glaube ich, noch keinen Sinn, oder? Fangen wir mal hier lang. Oh, warte mal eben. Ich muss mal ganz kurz das Fenster zumachen. So, jetzt müssen wir ein bisschen mal den Sound von der Kirche ein bisschen abmildern. Das ist wirklich... Ja, ich sag euch, zieht nie an die Kirche. Das ist, tut euch keinen Gefallen. So, Research. Ding, 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 ding. Nehmen wir den zweiten Researcher hier auch noch mit. Hier ist nur eine Route verbunden. Hier sind zwei Routen verbunden. Dann machen wir das doch so. Ist doch auch schön. Dann fahren wir hier oben rein. So. Dann fahren wir hier lang. Hier lang, da lang. Oh, warte mal, das ist vielleicht andersrum. Ja, guck mal, so wird da ein Schuh draus, ist da hervorragend. Und dann fahren wir hier noch lang. Und dann fahren wir die schöne Strecke wieder zurück. Und nehmen abschließend noch das hier mit. Oh ne, warte mal, das nehmen wir nicht mit. Jetzt haben wir ja gar nichts. Oh, warte mal, dann nehmen wir auch das hier noch mit. Eieiei, das geht ein bisschen drunter und drüber, oder? Seht ihr, das ist das hier noch korrekt? So, von der... Wo sind die neuen hin? Nee, warte mal, das ist ja nicht richtig hier, oder? Nochmal gucken. Okay, wir fahren hier lang, habe ich gesagt. Dann fahren wir hier lang. Dann fahren wir von der 4 hier zur 5. Dann fahren wir hier zu 6, zu 7, zu 8, um möglichst viel hier mitzunehmen. Ja, dann fahren wir zu 9... Ja, okay. Von den 9 könnten wir noch schnell hier zur 10. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das, was hier... Ah ja, guck mal, so ist das nämlich. Manchmal muss man da einfach noch ein bisschen klicken, damit man das sieht. Jetzt ist es ausgeglichen und dann könnte man noch sagen, fahren wir den Weg halt von der 10... hier wieder zurück. Wir könnten halt die 11 noch mitnehmen. Ich würde sagen, das machen wir auch einfach. Dann ist zwar unausgeglichen, aber naja, das passt schon so. So, Änderung übernehmen. Und wir sagen, nein, wir wollen natürlich keine Busse automatisch zuweisen, sondern wir werden uns hier beim Dealership mal welche kaufen. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir sind jetzt gleich in die Farm bringen. So. 1,2 Millionen. Hervorragend. Achso, wir brauchen ja eh Elektrobusse. Das heißt, die ganzen Kraftstoffbusse, auch wenn sie schön aussehen, nehmen wir alle mal nicht. Diese Zahnarztbusse, die waren wirklich furchtbar, ne? Diesen, war das von... Ja, ja, den habe ich genommen. Oh, furchtbar. Hier, den könnten wir mal nehmen für, oh, 500.000. Ah, hier würden wir 30.000 sparen. Ja,
Ja, komm, dann nehmen wir den mal. Gucken wir uns den mal an und kaufen den notfalls noch ein zweites Mal. So, von welcher Firma ist der? 7900 Electric Articulated Volvo, ah ja. Da haben wir vier Türen, wow. Das ist schon richtig krass hier. Ist auf jeden Fall ein leises Gerät. Zumindest die Tür. Testfahrten machen. Ja, Testfahrten machen ist keine schlechte Idee. Aber bevor wir den kaufen, steigen wir mal aus und gucken uns jemand. Nein, 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 nein. Wow, manchmal geht das echt krass schnell hier. Gucken wir uns hier noch von der Seite an. Ja, ich finde, das kann man machen, oder? Ja, komm. Ich finde, das geht. Tür zu. Und auf den Hof raus. Ich meine, vom Hof runter. So, 460.000, jawohl. Müssen wir jetzt nochmal öffnen hier. So. Wenn wir jetzt zurückkommen, jetzt gleich nochmal einen zweiten kaufen. Jetzt werden wir den erstmal anmalen. Der war jetzt von Volvo. Deswegen können wir den auch direkt hier so wählen. Den machen wir jetzt mal an. Hauptfarbe machen wir schön blau. Und eine schicke Werbung machen wir drauf. Vielleicht einfach die von Spring of Affection. Ja, warum auch nicht? Ne? Warum auch nicht? So, und die Innenausstattung. Ja. Ach komm, machen wir mal ganz fancy. So, Änderung übernehmen, annehmen. Und ich hätte ganz gerne noch ein zweites weitere kaufen. Jawohl. Und den machen wir genauso. Und du kriegst auch Spring of Affection Werbung. Ach so, genau. Und die Innenausstattung machen wir bei dir auch fancy. So, wundervoll. So, und jetzt werden wir diese beiden, nämlich dieser neuen schicken Route hier, die wir auch nochmal umbenennen müssen, auf jeden Fall auch zuweisen. Nicht zugewiesene Busse. Da haben wir hier den Volvo, genau. Und dann haben wir hier nochmal einen Volvo. Okay. Sehr gut. Und die nennen wir jetzt nochmal um. Und zwar ist das die 22. Das können wir so lassen. Eclipse. Denali und wie hieß der andere? Harbor. Ja, wundervoll. So will ich das haben. Änderung übernehmen. Und so. Dann fahren wir los, würde ich sagen. Da müsste jetzt gleich der Bob kommen. Oder auch nicht. Vielleicht hier. Ich verlasse mal die Route. Jetzt müsste da bei der Boppel die Britta kommen. Oh, oh, oh. Nein. Oh, Spring of Affection. Da ist es. Gut. So, was haben wir jetzt schon gemacht? Wir haben den ersten Punkt schon, den zweiten Punkt schon. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen den Stadtteilen. Wir gucken mal. Das ist ja jetzt diese gelbe Route. Und entsprechend müssten ja auch die gelben Busse hier fahren. Guck mal, den hier können wir doch übernehmen. Fahrzeug übernehmen. Ach, du kommst mit? Oder fährst du selbst? Ich werde mal ganz kurz die Tickets prüfen. Guten Tag, Fahrscheine bitte. Fahrscheine bitte, danke. Sie auch, aha. Und ihr? Ihr habt doch bestimmt Schülertickets. Nee, du hast kein Schülerticket. 120 Tacken. Da musst du aber lange für Autos waschen gehen, sag ich da mal. So. Okay. So, wir warten ein Momentchen. Ich will so während der Fahrt... Sag mal, Bob, du hast echt ein gewagtes Outfit heute. Ich will ja nicht meckern. Du bist ja auch... Ich meine, jeder soll ja machen, was er will, aber... Das sieht schon jetzt auch ein bisschen übel aus, oder? Hm.
Wir gucken in der Zwischenzeit nochmal ganz kurz. Also einen Zahltag kriegen wir hin und eine Zufriedenheit von 4 Sternen auf einer Route, das kriegen wir auch hin. Fahre eine Route mit Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend mit einem Elektrobus. Ja, es wird schon. Das ist auch nicht so lange, ne? Der fährt vor allem super perfekt. Und der hält tatsächlich auch hier. Das ist krass, wir gucken uns das mal eben an. Wiedersehen. Ah, der ist richtig gut gefahren. Gut, willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarte? Ich übernehme jetzt Bob, kein Problem. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Türen. Gibt es einen Button für alle Türen öffnen? Linke Maustaste? Ja, da muss man aber dann da drauf drücken, oder? Das will ja auch keiner. Na gut. So, wir versuchen das mal. Ach, ist das nicht ein toller Sound. Also er ist doch richtig schön. Der gefällt mir richtig gut hier. Aber ich glaube, Volvo macht eh gute Autos. Früher standen die ja sehr für Sicherheit, nicht wahr? Früher standen die Volvo-Autos sehr für Sicherheit. So. Zack, 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 zack. Ah, und die Rampe. Ah, ja, ja, ja. Ist eine Fahrkarte? Nein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, ob ich alle Türen auf und zu gemacht habe. Oh, jetzt gibt es eine Schlägerei. Nee, doch nicht. Gut, ich sag mal, wenn wir jetzt hier vielleicht ein bisschen zu spät sind mit allem, liegt das vielleicht am Verkehr? Ah ja. Sieht so aus, als ging es da gar nicht weiter. Hm? Ich möchte gern mal wieder zu einem Konzert gehen. Der Sound da ich ist einfach auch. So was machen wir denn jetzt? Ja, die scheinen da oben sich. Ah, wisst ihr, was wir jetzt mal machen? Wir könnten mal ganz kurz diesen Button hier machen. Zack. So. Oh, freie Fahrt, das ist ja schön. Ah, hier ist eine Ampel, deswegen. Aber ich sag mal jetzt mal so ewig warten. Wollte da jetzt aber auch nicht. Und die Ampel schneckt doch ganz schnell auf grün tatsächlich, wenn ich da gerade vorbeikomme. So. Ja, und während wir jetzt hier fahren, würde ich doch gerne mal von euch wissen, aber wirklich mal. Habt ihr das Spiel auch gespielt oder guckt ihr nur zu, wenn es so entspannt und gechillt ist? Lasst es mich doch mal wissen. Das würde mich doch wirklich sehr interessieren. Ich meine, ich habe es jetzt angefangen, einfach nur, weil ich Bock hatte drauf. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Die fliegenden Autos. Laut Filmen sollten wir die schon haben. Alter, ein Zahltag? Oh, ja, das ist der Zahltag. Den gucken wir uns diesmal an, wenn wir mal Zeit. Beim letzten Mal gab es ja einen Soundbug. Das ist ja auch übel. Ich habe gehört, Brainblade und Neo Effortech arbeiten gemeinsam an einem neuen Spiel. Wir haben völlig neue Hardware gebaut. Oh, guck mal, 416.000. Da können wir uns einen ganzen Bus leisten, quasi. Einfach nur wegen einem Tag spielen. Oh, die Beschleunigung des Todes. Ja, hat gerade noch mal hingehauen.
So, jetzt sind wir hier im schicken Stadtteil. Jetzt müssen wir einmal um die Kurve fahren. Hervorragend. Also manche Modelle, da bleibt der Blinker einfach länger dran quasi. Da ist wohl jemand eingeschlafen, das ist ja kein Problem. So, und eine Fahrkarte auch noch verkaufen. Ich bin da super schnell, oder? Danke. Nur hin, bitte. So, ganz kurz hier noch die Rampe runter. Sorry. Oh, danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. So, dann mal los. Geht die wilde Fahrt. Das ist hier die Straße, wo wir rein müssen? Ja, sieht so aus, ne? Seht ihr das? Also bei manchen Modellen geht das wirklich besser. Ich verstehe es nicht. Dann liegt es doch am Busmodell statt an mir. Ich dachte ja erst, es liegt an meiner Steuerung. Aber scheinbar ist das dann nicht so der Fall. Und heute fahren wir mal so ein bisschen gemütlicher, hä? Mit diesen Türen gefällt mir richtig gut. Haltestelle kann ausgebaut werden. Na klar, dann machen wir das doch. Die auch, die auch. Frage zur Route wurde ignoriert. Oh, da möchte eine Fahrkarte. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist das aufgeploppt? Schade, es tut mir leid. Die Sitze sind einfach zu bequem. Sorry, habe ich nicht gesehen. Schlagloch mitgenommen auf allen drei Achsen. Ne, auf einer Achse, nur auf zwei Achsen nur. Für das ist nicht richtig. Dann sollte man das nur einmal pro Bus zählen. Also was ein Bus auch mit einer Stimmung machen kann, ne? Das ist ja schon verrückt. Also meine Stimmung. Ein großes Meeting über die Zukunft unseres Unternehmens statt. Müssen wir anhalten? Nee. Sieht gut aus. Meine Stimmung ist auch total entspannt gerade. Einfach nur, weil... Naja. Vielleicht sollte man das zwischendurch mal Leuten empfehlen, die sich mit ihren Partnern streiten. Das machen wir ja mitunter auch gewöhnlich mal. Immer mal wieder. Fahren jetzt mal weiter. Jetzt müssen wir einlenken. Ne, müssen wir nicht. Wir müssen da hinten hin. Mit dem, was ich momentan verdiene, kann ich mir nur kaputt reißen. Ich wünschte, ich würde in die Clips weg. Durch die Wartung von müssen wir dann hier jetzt. Die Seelöwen im Arnoldsberg haben jetzt Junge. Die will ich unbedingt sehen. Ernsthaft? Da gibt es einen Seelöwenpark? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Korrektes Setzen von Blinkern. Sehr gut. Hier sind wir übrigens im neuen Teil, das ist der Hafenteil. Ich muss den Vorstand auf Investitionen im Hafen ansprechen. Sollten wir natürlich auch mal gucken. So. Ich würde mal sagen, wenn das Spiel gut ankommt. Tschüss. Tschüss. Zwei Schlaglöcher mitgenommen, das ist nicht so das Problem. Wenn das Spiel gut ankommt, könnten wir mal überlegen, ob wir The Bus kaufen. Das ist noch ein Early Access, aber perspektivisch könnte ich mir das schon vorstellen. Warum nicht, ne?
Was machen denn unsere Aufgaben? Erreiche einen zufriedenen von 4 Sternen auf einer Route zwischen den Stadtteilen. Waren wir noch nicht bei 4 Sternen? Gut, vielleicht müssen wir die wirklich noch... Ach, guck mal hier, die schönen Schiffchen. Schön. Oh, gleich 2 Rollstuhlfahrer. 3 sogar, was ist denn hier los? Gab es hier eine Convention? Rollstühle? Kommen Sie mit? Bleiben Sie einfach hier? Mein Boot am Strand wurde in 2 Hälften gesägt. Der Schaden war groß. Oh, nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ach, mal wieder kriegt das denn nicht angesteuert hier. So. 5 Knöpfchen, 6 Knöpfchen, 8 Knöpfchen. Weiter geht's. Da bin ich mal gespannt. Wenn wir jetzt am Ende sind, müsste das ja dann eine Bewertung für uns geben. Kaffee ist the way to go. Vier Sterne sollten wir doch locker hinkriegen, oder? Ob wir jetzt so 100% schaffen, das weiß ich noch nicht, aber 4 Sterne. Möchte jemand aussteigen von euch? Ja, alle. Okay. So, und ihr möchtet jetzt genau hier vor mir herlaufen. Ist das nicht euer Ernst, oder? Krass. Naja, gut. So, mal fahren jetzt. Jetzt lass doch nicht jeden vor. Was ist denn das? Ja, genau. Dann musst du jetzt mal warten, bis du dran bist. Wir haben jetzt leider ist ein bisschen eilig. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit hier zum Vergeuden, bis du da mal denkst, dass du mal weiterfährst. Ah, okay. Ja, das schaffen wir noch. Bis da hinten kommen wir noch und dann halten wir den auf. Jetzt müssen wir das notfalls nochmal fahren. Das wäre natürlich mega bedauerlich, weil es ja schon noch eine ordentliche Strecke ist. So. Guck mal, er ist jetzt schon verschwunden, der mit der Musik. Ah, dann ist ja alles gut. Sorry jetzt. Ich hätte das nicht gesehen, dass sie eine Fahrkarte wollen. Danke fürs Aufwecken. Die Sitze sind einfach zu bequem. So, jetzt einmal nach links, ne? Das wird eng, aber das schaffen wir. Sehr gut. Ja, habe ich schon erwähnt, mein Opa war ja Busfahrer. Ne? Also das heißt, das liegt mir auch ein bisschen im Blut und naja, das macht auch irgendwie Spaß. Ne? Kann man jetzt nicht anders sagen. Northgate Avenue. Ah. Das wäre ein bisschen wichtiger oder witziger, wenn die nicht winken würden. Selber rausfinden müsste. Und die Anfahrt ist natürlich echt übel. Glenwood Avenue. Naja. Schauen wir doch mal, ob wir das noch schaffen mit den 4 Sternen.
Ein Fahrgast muss aussteigen, na dann. Kommen Sie mal nach vorne, hier hinten. Also hier vorne wird ausgestiegen, nicht da hinten. Oh, wow. Der hat aber echt Brüste. Uiuiui. Das ist übrigens eine Erkrankung, da muss man was gegen tun. Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Also wenn man als Mann solche Brüste bekommt, das macht man schon mal ganz gerne in der Pubertät, das hatte ich auch tatsächlich, da muss man dann zu einem Arzt und der verschreibt einem dann ein paar Hormontabletten. Das ist schon wichtig für die Brust sozusagen. Und in meinem Fall auch fürs gehänselt werden, ne? Das war damals kein Spaß. Aber gut, wir sind ja hier im Bussimulator und nicht im Östrogensimulator. Bürschchen, Bürschchen, das ist aber... Also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. Okay. Das war so süß. Ja, das ist eine lustige, süße Geschichte mit der Geschichte. So, ich hoffe, wir sind jetzt gleich am Ende der Route. Es muss nur noch eine Haltestelle sein und dann bin ich mal gespannt, wie chaotisch das Ganze war. Haben wir keine Verspätung, keine Nennenswerte. Wir sind jetzt gleich auch schon da. Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier auf Rot umspringt. Das wäre ein bisschen bedauerlich. School und Slow. Ja. Bitte alle aussteigen. Und jetzt? Zahltag! Das ist das erste Mal überhaupt, dass Eclipse Bay über ein öffentliches Verkehrsnetz verfügt. Wie aufregend! Es war nicht leicht, die Bewohner von Eclipse Bay davon zu überzeugen, dass ein Nahverkehrssystem eine gute Sache ist. Aber unsere Geduld hat sich ausgezahlt. Sie haben ihren Freunden in Lakeside View von unseren Busrouten erzählt. Die Bewohner von Lakeside View haben sich nun gemeldet und nach neuen Routen gefragt. Ist das nicht toll? Ja, Mira. Das ist richtig nice. Aber an der Stelle müssen wir leider Schluss machen für heute. Habe ich das verpasst? Wahrscheinlich sind irgendwelche Busmodelle freigeschaltet worden. Das geht leider mitunter so schnell. Und ist leider auch nicht ganz richtig gut gemacht. Aber gut, egal. Verbinde die Stadtteile Eclipse Bay, dieses super langweilige irgendwas, wo wir hier gerade rumstehen. Wie sieht das hier eigentlich aus? Wow, das ist aber wirklich übel, oder? Novak Academy. Boah, übel. Aber hier sind offensichtlich die Reichen unterwegs. Offensichtlich kann man sich sowas leisten hier, wa? So einen hätte ich auch gern. Ich kenne zwar nicht rein, weil zu alt. Also zu unwirklich, aber grundsätzlich, warum nicht? Wir so tun, als wäre es meiner. So, also was sollen wir machen? Eclipse Bay verbinden mit. Mal ganz kurz gucken. Mit Lakeside View. Wo ist denn hier Lakeside View? Lakeside View? Oh, warte mal, hier ist auch eine. Ist auch Lake Anza Road. Mission annehmen. Was müssen wir denn da machen? Nehmen 10 Fahrgäste an der Haltestelle Lake Anza Road auf. Okay. Mission annehmen. Haben wir die jetzt angenommen? Beförderer 30 Fahrgäste? Ne, haben wir noch nicht. Ja. Na gut, jedenfalls müssen wir die Eclipse Bay mit einem ausgeglichenen Route verbinden. Das wird ja ein Spaß. Lakeside View haben wir noch gar nicht. Also haben wir noch gar nicht verbunden mit irgendwas. Erhalte einen Zahltag auf einer Route zwischen den Stadtteilen Eclipse Bay und Lakeside View. Verbessere die Stufe des Stadtteils Lakeside View auf 3. Ja, das heißt, wir machen hier einfach mal einen Rundkurs, den wir die ganze Zeit fahren können, damit das hier funktioniert. Das machen wir aber in der nächsten Folge, das machen wir nicht mehr heute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.